Hallo, ich begrüße euch im Stil eines Oberlehrers mit einem Blatt mit Rotstift bearbeitet. Television, da steht drunter Fernsehgeschichte Deutschlands in West und Ost. Ich will das verwenden für die Lehrer und Lehrenden Fort- und Weiterbildung rund um digitale Medien und den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ich habe, weil ich diesen Beitrag für sehr interessant halte, das Wort Fernsehgeschichte mal durchgestrichen, weil das, was da steht, das könnte auch die Zukunft sein. Das, was da auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung steht, das ist also eine Bundesanstalt, das ist hochinteressant. Ich habe das, was ihr hier seht, auch verlinkt, wenn ihr das als PDF-Dokument habt. Und ihr könnt alles, was ich hier zitiere, in den Anlagen zu dem Video finden, in der Beschreibung. Dann seht ihr, da steht Medienjournalismus, Medienpolitik, Bildungsauftrag und Informationspflicht der Medien. Wenn man da drauf geklickt hat, dann kommt man auf eine interessante Seite dieser Bundeszentrale. Und da erinnere ich mich an die Zeit, an meine Schulzeit in den 60er und Anfang der 70er Jahre. Wir mussten informiert sein, wenn wir in POVI, so wird das heute heißen, damals hieß es Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte, da mussten wir, wenn wir eine 1 oder eine 2 haben wollen, dann mussten wir wissen, was lief gestern Abend in der Tagesschau oder was hast du heute Morgen in der Zeitung gelesen. Tagesschau, das war immer das, was man da noch sehen durfte, bevor die Eltern einen ins Bett schickten. Und da ist mir auch heute noch in Erinnerung die Bilder vom Sechstagekrieg oder vom Prager Frühling oder von der Mondlandung, vom Vietnamkrieg, der Studentenrevolte um Rudi Dutschke, der Brandschen Ostpolitik. Das alles, das war damals aus meiner Sicht viel bildungswirksamer als das, was wir heute sehen. Zumal von meinen Kindern oder Enkeln, da weiß ich, niemand guckt sich mehr diese Sendung an. Das ist was aus deren Sicht für Senioren. Man informiert sich da aus Facebook oder wo auch immer her. Oder Fake News, die kann man da gar nicht von den richtigen News unterscheiden. Die Nachrichten der deutschen Medien sind immer noch besser als das, was man in den Ländern rundherum findet oder sogar in den Ländern, wo es gar keine demokratischen Verhältnisse gibt. An dieses konnte ich mich erinnern, als ich auf diese Seite klickte. Und da ist also auch sehr gut beschrieben, warum man die Menschen mit Nachrichten versorgen muss. Das habe ich also hier gelb markiert. Öffentlich-rechtliche Medien, die haben eben auch einen Bildungsauftrag. Und weil wir die mit unseren Gebühren finanzieren müssen, und das tun wir ja nicht freiwillig, denke ich, haben wir auch ein Recht darauf, dass das, was da gut ist, auch dauerhaft bereitgestellt wird. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, damit das gelingt, muss man die Menschen, die das machen können, natürlich fortbilden. Das ist aber kein Hexenwerk. Ich habe hier, weil ich das so gewohnt bin aus meinen Tätigkeiten für ein Karlsruher Bildungsunternehmen, habe ich hier mal das magische Dreieck in diesem Zusammenhang aufgezeichnet. Drei Punkte stehen da links, die Materialien, die sind in dem oberen Dreieck Educational Resources dargestellt. Da kämen zum Beispiel als Start die Bildungsmaterialien von Terra X, also das ist eine Serie vom ZDF, die da mit CC BY-Lizenz bereitgestellt werden, die kämen dafür auch jetzt sofort in Frage, könnte jeder Lehrer sofort anfangen, darauf aufzubauen. Dann haben wir hier runter natürlich die Lernenden, das können natürlich Schüler sein oder Studenten, aber in diesem Fall wären das Erwachsene, die abgedatet werden müssen, um mit der Digitalisierung und mit KI in diesem Zusammenhang sich zurechtzufinden. Links unten haben wir die Lehrenden. Da gibt es im Augenblick nicht allzu viel, die das machen können. Ich denke, ich bin einer davon. Und diese Lehrenden, die müssen also dann in der Lage sein, anderen das zu erklären, was kann da produziert werden? Wie bereitet man das auf? Und dann gehört in diesem Zusammenhang, damit das auch im ganzen Sprachraum klappt, auch noch eine KI-App, die auf eine Datenbank aufsetzt, damit Menschen, die solche Interessen haben, im ganzen Sprachraum zusammenfinden können. Der eine, der ist vielleicht Naturwissenschaftler, der andere hat POVI oder wieder einer, der ist Sprachler oder Sprachlehrer. Deutsch als Fremdsprache ist da im Besonderen interessant, damit die Menschen, die zu uns kommen, auch angemessen
Bildungsmaterialien bekommen und nicht nur irgendwelche PDF-Dokumente oder Papier ausgeteilt wird. Und das kann man hier in so einer Datenbank hervorragend ablegen. Im Prinzip funktioniert die so ähnlich wie das, was wir hier von der Partnervermittlung kennen, Tinder oder Elite-Partner. Nur da geht es natürlich nicht um irgendwelche Freizeit- und sexuellen Interessen, sondern hier geht es darum, dass die Weiterbildungsinteressen zwischen Lehrenden und Lernenden zusammenkommen können. So, das haben wir hier. Ich habe hier eben TerraX genannt. Da ist gerade Mirko Trotschmann, einer, der früher YouTuber ausschließlich war, aber jetzt beim ZDF arbeitet, und der erklärt, so könnt ihr TerraX CC Clips frei verwenden. Sollte man sich anhören. Ich habe das natürlich auch verlinkt. Und das ist also hier der Einstieg. Was man dann damit machen kann, habe ich gleich einen CC BY Clip von TerraX genommen, um den Trabant, das war vor ein paar Tagen, der 3. Oktober, an dem Tag habe ich das auch veröffentlicht. Was ist ein Trabant in der Astronomie, lautet hier eine Frage. Das wird erklärt in dem Video, warum der aus Duroplast ist, weil eben der Westen damals schon Sanktionen hatte und Blech durfte nicht exportiert werden, so wie ja heute auch einige Produkte nicht in den Osten exportiert werden können, also nach Russland zum Beispiel. Und warum hat das Auto den Namen Trabant bekommen? Das ist also hier hervorragend erklärt in aller Kürze. Und deshalb hat das auch für mich nur einen halben Tag gedauert, bis dieses Lernmaterial fertig war. Das, was eben mit dem Trabant da stand, das ist ja schon eine Möglichkeit, die sofort machbar ist. Das ist ja auch dem ZDF hoch anzurechnen, dass sie sich darum Gedanken gemacht haben. Aber wenn ich jetzt wieder an diesen Bildungsauftrag denke, der da in meinem Einführungsdokument zu sehen war, da geht vieles noch nicht so richtig. Da passt einiges noch nicht zusammen mit dem Bildungsauftrag, den wir ja auch durch unsere Gebühren unterstützen, die wir ja nicht unbedingt freiwillig zahlen. Das Ziel dessen, was ich also will, ist, dass Materialien für Bildung und Weiterbildung aus allen gebührenfinanzierten Produktionen abgeleitet werden. Das heißt, wenn da Nachrichtensendungen gibt, wenn es da Nachrichtensendungen gibt oder Magazine oder Dinge, die sich da mit sozialen Themen beschäftigen oder mit gesellschaftspolitischen, Deutsch als Fremdsprache unterstützen könnten, eben die Menschen, die zu uns kommen, dann ist das zielführend und unterrichtswirksam. Und das will ich also hier zeigen. Ich habe hier, weil ich eben Physiker bin und in der Weiterbildung und auch eben auch nebenbei als Hobbyjournalist hier bei YouTube und auch auf meinen Webseiten aktiv bin, habe ich für mich das Recht herausgenommen, dass ich einfach mal so einen vollen Ausschnitt aus dem ZDF-Heute-Journal ausschneide, 4 Minuten ist der lang, und vergleiche mit dem, was das ZDF dann hinterher in der Mediathek ablegt. Und das ist dürftig, was ich da links sehe. Das ist jetzt keine böse Kritik. Es gibt auch Gründe, warum man da vielleicht nicht alles reinstellen kann, aber man muss eben, wenn man Leute beauftragt, da Materialien bereitzustellen oder von der NASA Materialien übernimmt, die darf man im Übrigen auch ganz kostenlos einsetzen und dafür sind die gemacht. Da muss niemand Gebühren für zahlen, aber man muss sich eben damit beschäftigen. Und da hat das ZDF bisher nur die TerraX-Materialien freigegeben, aber man könnte, wenn man vertragstechnisch das Ganze regelt, im Prinzip alle Dinge, die bei Nachrichten oder bei Magazinen, die bildungswirksam sein könnten, könnte man das also auch bereitstellen, damit Menschen, die das machen wollen und machen können und vielleicht auch ehrenamtlich, so wie ich das ja in diesem Fall getan habe, dass die aktiv werden können. Jetzt habe ich ein bisschen davon geredet und genau wie mit der Trabant-Produktion kann man hier auch mit den 4 Minuten umgehen. Hier sehen wir noch so ein bisschen die Moderatorin Dunja Halyali, die hier gerade das Projekt vorstellt. Und ich habe mitten im Video dann einfach mal angehalten. Das könnt ihr also alles nachvollziehen, stelle ich alles bereit, beziehungsweise findet ihr als Link. Und da wird eben zu bestimmten Zeiten einfach mal angehalten. Da kommt eine Frage, was ist das Hauptziel dieser Mission? Und das kann man natürlich bei jedem anderen Nachrichtenbeitrag genauso hinterfragen. Wieso, weshalb, warum? Also die journalistischen Ws kann man da also auch mal vorführen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, das nicht nur in Deutsch als Untertitel anzuschauen, für diejenigen, die vielleicht nicht hören können oder vielleicht lieber noch in Deutsch mitlesen wollen, weil sie
Deutsch als Fremdsprache sprechen. Wir können das auch, ohne dass das nennenswerter Aufwand ist, in verschiedenen Sprachen bereitstellen, die hier im Lande vielleicht von Zuwanderern verstanden oder gesprochen oder gelesen werden können, damit sie zu dem in Deutsch gesprochenen Text eben auch sehen, was ist denn da wirklich enthalten, ist das von mir richtig verstanden oder muss ich da noch ein paar Vokabeln lernen? Ich habe mir dann auch mal zusammengestellt, wie lange habe ich dann dafür gebraucht. Das, was hier mit dem ZDF Heute-Journal über Osiris Rex, diesen Beitrag, zusammenkommt, das ist etwa ein Tag. Wenn ich hier grob kalkuliere und ich würde das als Bildungsmaterialienproduzent bereitstellen gegen Honorar, dann würde ich sagen, okay, das ist etwa ein Gesamtaufwand von einem Tag. Nehmen wir mal 1000 Euro. Ich bin ja Fachkraft, würde ich mal sagen, auch wenn ich als Rentner ein gesichertes Grundeinkommen habe. Und das ist der Aufwand, den man da kalkulieren müsste. Aber da kommt eben Material bei raus, was dann im Internet ohne irgendwelche Kosten von allen Menschen abrufbar ist, die daran Interesse haben. Und dann habe ich das auch für den Trabant aufgeschrieben. Das ist ja legal. Das andere, das solltet ihr lieber nicht machen, es sei denn, ihr seid auch journalistisch tätig wie ich. Da gibt es ja im Urheberrecht Ausnahmen, die mir das eben gestatten, was ich eben mit dem ZDF Heute-Journal gemacht habe. Aber beim Trabant seid ihr sofort auf der richtigen Seite, wenn ihr die Quelle angebt. Und da braucht man etwa 0,5 Tage, wenn man etwa das Arbeitstempo hat, was ich habe. Das ist also sehr überschaubar, was da an Aufwand und Kosten entsteht. Den Aufwand, der dabei zu erledigen ist, den habe ich ja mal zusammengestellt. Das sind dann auch die Lernziele. Wenn ich da so ein Online-Angebot mache, da gibt es ja noch ein paar Dutzend Terra-X-Beiträge bei ZDF, die man da verwenden kann. Dann haben wir auch gleich was gemacht, was bleibenden Wert schafft. Das Erste, was wir da machen müssen, das ist bei Terra-X, da muss man es nur herunterladen. Aber wenn das nicht der Fall wäre, dann kann man das auch aufzeichnen mit Camtasia oder einem anderen Produkt. Man kann das dann mit PowerPoint kommentieren. So habe ich das ja hier gemacht. Wenn ihr mich also da unten im Kreis seht, dann habe ich das immer mit PowerPoint gemacht. Wenn man dieses Video hat und hat das auch passend geschnitten, dann wird es nach YouTube hochgeladen, also ein Upload wird durchgeführt. Da muss man nicht viel wissen, aber man muss eben einen YouTube-Kanal haben oder die Berechtigung, da was hochzuladen. Wenn das passiert ist, YouTube macht automatisch die Transkription, das heißt, der gesprochene Text wird in geschriebene Sprache, in geschriebene Texte umgesetzt und die muss man dann nochmal korrigieren, weil das ist nicht ganz fehlerfrei. Im Deutschen fehlt auch noch die Interpunktion. Das muss also am besten natürlich der Sprecher selbst machen oder jemand, der im Deutschen sehr fit ist und weiß, da gehört ein Punkt oder ein Komma hin. Und das ist auch sachlich richtig oder falsch und muss dann korrigiert werden. Also die Korrektur muss gemacht werden. Und das ist auch der Hauptaufwand. Da habe ich bei dem Trabi-Video, da habe ich etwa eine Stunde für gebraucht. Und bei Dunja Haljali, da bei dem 4-Minuten-Beitrag, da habe ich also etwa das Doppelte gebraucht. Und das ist der Hauptaufwand. Und wenn ich dann diese Untertitel habe im Deutschen, dann kann man die in wenigen Sekunden auch in die genannten Fremdsprachen übersetzen. Und zwar in die, die hier in Deutschland am meisten gesprochen werden. Englisch sicherlich auch dabei. Und das geht also ganz schnell. Das ist also auch kurz und knapp zu erklären. Jetzt kommt das Zweite. Also ein Teil, der etwas aufwendiger ist, ist die Korrektur der Transkription. Das Zweite ist die Entwicklungsumgebung nutzen, um das, was dann mit KI gemacht wird, nämlich KI kann diese Transkripte, die dann da stehen, zu Berichten zusammenfassen. Das ist kein großer Akt. Das kann sowohl ChatGPT als auch Bard als auch die anderen Chatbots, die wir da, Large Language Models, die wir da haben, die können das und das kann man natürlich dann auch nochmal korrigieren. Es ist nicht gesagt, dass alles fehlerfrei da drin steht. Korrektur lesen muss man es trotzdem noch und Sachkenntnis muss man auch haben. Und daraus werden Multiple-Choice- und Lückentextfragen erstellt, die man dann in diese Entwicklungsumgebung einbringt. H5P steht für HTML5 Package und damit kann man interaktive Webseiten machen und das ist also ein hochinteressantes Thema. Wenn man dieses fertig hat, dann macht man im Kreis seiner Gruppe, seines Teams, macht man eine Premiere
und bitte dann nochmal auf Fehler zu achten und dann kann man es endgültig für die Allgemeinheit freigeben. Setzt bei den TerraX-Produkten gar nichts mehr zusätzlich voraus, aber bei Nachrichten, wie gesagt, müsste man mit dem ZDF verhandeln, dass man das auf einer rechtlich einwandfreien Basis dann hinbekommt. Kommen wir zur letzten Folie. Wer selbst interaktive Videos aus vorhandenen oder aus neuen Materialien produzieren möchte, der kann bei mir die Betreuung buchen. Ich liefere in 1:1 Videokonferenzen den Support immer dann, wenn er gebraucht wird und ich stelle auch Materialien zusammen, dass ihr euch das selbst aneignen könnt, was da notwendig ist. Nur wenn Unterstützung gebraucht wird, dann muss man da auch für bezahlen. 99 Euro für 90 Minuten, so steht es da. Diese 90 Minuten, die können auf maximal 3 Termine aufgeteilt werden. Sollte das Wiedererwarten nicht reichen, kann natürlich nachgebucht werden. Im Prinzip eine Lehrer- oder Lehrendenfortbildung, wie schon mal gesagt. Und diese Teilnehmer, die sich dann da bereit finden, die also auch bei mir dafür zahlen, dass sie unterstützt werden, die können sich untereinander in der Moodle Cloud vernetzen. Da wird man dann kostenlos eingeschrieben. Das ist dann eine Serviceleistung, weil ich habe wirklich Interesse daran, dass das Ganze ein Erfolg wird, weil Fernsehzukunft mitzugestalten, das ist hier die Option und das ist ja auch jetzt schon möglich, wenn man sich auf TerraX beschränkt. So viel für diesen Vortrag. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.